überlegen auch gerade, ob wir einen Hund kaufen. Ein Hund? Vielleicht können. Okay, jetzt habe ich schlechte Laune. Okay, dann gehen wir mal zur Kasse. Wie soll ich denn jetzt damit zur Kasse kommen? Hm, ja, Liza will natürlich nicht so, wie ich immer will. Ist klar. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin immer sehr so durcheinander, weil ich würde immer sagen, von mir, aber eigentlich zeige ich ja die ganze Zeit meine Familie. Heute ist ein ganz normaler Tag. Ich wollte mich jetzt schon mal anziehen. Liza schläft noch und ich habe schon E-Mails gemacht. Ich habe irgendwie schon alles erledigt. Ich weiß gar nicht mal, was ich jetzt noch machen soll. Deswegen habe ich gedacht, ich fange jetzt an mit einem Video. Fange schon mal an zu vloggen. Heute Abend ist Halloween. Ich muss jetzt gleich ganz spontan noch für Luis ein Halloween-Kostüm besorgen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin da gar nicht so in diesem Karnevals-Halloween. Ich finde das schön und gucke mir das gerne an bei anderen, aber ich bin da gar nicht so selber drin. Und das ist natürlich dann doof so für Kinder, weil die das ja eigentlich ganz gerne machen. Deswegen bin ich da so ein bisschen spät dran. Aber ich wollte dieses Mal auch mit Luis ein bisschen hier Süßes oder Saures, sagt man, ne? Ich weiß selbst das noch nicht mal. Wollte ich heute auf jeden Fall machen. Wir müssen noch einkaufen, morgen ist Feiertag. Damit wir auch was zu essen haben. Jetzt fürs lange Wochenende. Alex und ich, wir gehen auch ins Kino am Samstag, aber ich glaube, ich filme heute einfach nur den ganzen Tag. Und wie ihr seht, ich habe aufgeräumt. Ich konnte es nicht mehr mit ansehen nach dem letzten Video, als Alex meine Outfits ausgesucht hat. Wie sieht das hier überhaupt aus? Wie präsentiere ich mich im Internet? So, ich habe aufgeräumt. Gut, hier ist jetzt wieder ein bisschen durcheinander, weil ich mich hier immer schminke, habe ich ja auch erzählt. Aber so grundsätzlich habe ich jetzt erst schon mal, habe ich ja schon mal hier aufgeräumt. Die Jacken hängen jetzt hier alle auf einer Seite, bis auf die, die hat nicht mehr reingepasst und die auch nicht. Das ist so eng einfach, weil die auch so dick sind, ne, die Jacken. Ja, ich habe ein Faible für Teddyfelljacken, wie man sieht. So ein paar habe ich auch schon in den Keller geräumt und hier ganz oben, da in diesem weißen, sind auch noch Jacken drin, wo ich genau weiß, die ziehe ich jetzt nicht mehr so oft an. Genau. Pullis, sieht halt schon mal ordentlich aus. Schubladen sind als nächstes dran, aber die räumt Liza auch nonstop aus, deswegen weiß ich gar nicht, ob das Sinn macht. Wir brauchen ganz dringend diese Schubladenzumacher, Schränkezuhalter, Toilettendeckelzuhalter. Die Sachen brauchen wir, weil die Liza wirklich nonstop, die hat wirklich ein Gefühl dafür, was man nicht darf und macht das super gerne. Und das macht mich, das treibt mich in den Wahnsinn, wirklich. Wie oft ich meine Schubladen ein- und ausräume, wie oft sie die Schränke ein- und ausräumt. Wir haben einen Schrank, wo sie dran darf, so mit Tupperwaren und so, aber der ist schon wieder total uninteressant. Deswegen geht die immer dahin, wo es Essen gibt und an Hollys Essenssachen. Die arme Holly kriegt schon gar nichts mehr zu essen, weil alles ihr Essen immer oben steht. Egal, genau, bevor ich jetzt hier lange rumquatsche, mache ich mich schon mal fertig, damit wir gleich direkt losgehen. Ich wollte nämlich Spielsachen auch für Liza kaufen, weil die im Moment total gelangweilt ist von ihren Spielsachen. Sie hat aber auch nicht viel, also falls jetzt irgendjemand sagt, Kinder brauchen gar nicht so viel, Liza hat wirklich nicht viel, die hat die Sachen einfach aufgespielt, zu Ende gespielt, langweilig. Wir haben hier übrigens die Schuhe von Zara, die hätte ich auch mal in dem Video gezeigt. Ich hatte jetzt gerade neue Schuhe bestellt, also so richtige Laufschuhe, Lauflernschuhe. Bin mal gespannt, wie die passen. Ich glaube, sie hat jetzt das, glaube ich, 22, hat jetzt nochmal 22 bestellt, damit die auch richtig gut passen. Einen neuen Kindersitz habe ich jetzt auch bestellt. Ne? Passt in den Babykindersitz, da ist sie jetzt mittlerweile schon zu groß für, der geht bis 15 Kilo und ich glaube, sie ist jetzt so 14 Kilo. Bist du noch müde? Müde? Müde, müde, müde. Das ist die Babyschale, von der ich gesprochen habe. Die ist einfach zu klein jetzt. Brauchen wir einen neuen Sitz. Und wie gesagt, ich habe einen bestellt in rosa. Alex auch. Bin gespannt, wie der ist. Wo ist meine kleine Watschelente? Watschelente, na, na, na. Aua. Komm mit. Guck mal, wie süß die Jacke aussieht. Mit kleinen Öhrchen. Ja, Liza will natürlich nicht so, wie ich immer will, ist klar. Und sie kann laufen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Oh, umgefallen. Ich habe heute meinen Selbstbräuner mit einem Pinsel aufgetragen. Das war ein echter Fehler. Ich sehe voll fleckig aus. Auch am Hals hier. Oder? So in der Kamera geht's noch. Guckt euch diesen Teddy an. Ich habe den schon bei Sarah gesehen, ne? Ich finde den ja so süß fürs Zimmer.
ist der letzte, den die jetzt haben. Soll ich den mitnehmen, Leute? Ich weiß gar nicht, was der kostet. Komm, ich sag, wenn der reduziert ist, nehme ich den mit. Ansonsten bleibt er hier. Oh, oh, Liza. Oh, oh. Mal, guck mal. Warum gehst du denn da durch die Mini-Lücke? Komm. Geh mal woanders hin, Schatz. Komm mit. Komm, du kleine Tippelmaus. Guck mal hier, der große Teddy. Oh, der ist groß, ne? Guck mal. Boah. Oh mein Gott, guck mal, wie süß die guckt. Den muss ich mitnehmen. Okay. Gekauft. Okay. Dann gehen wir mal zur Kasse. Wie soll ich denn jetzt damit zur Kasse kommen? Oh mein Gott, wie peinlich ist das denn? Leiser ist auch nicht mehr zu finden. Oh, hast du eine Tasche gefunden? Wir sind angekommen! Da ist jetzt dein neuer Freund. Boah, der ist echt riesig. Haben mich alle angeguckt, als ich den gekauft habe. Und der den im Einkaufswagen hatte. Das war echt krass. Was? Ja, das ist die Leiser. Hm? Ihr seht, Leiser hat schon Zähne. Und hier unten, da kommen auch gerade welche. Und oben auch. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir nachts nicht schlafen. Was? Leiser, willst du einen Blogging-Kanal haben? Okay, alles klar. Mal, was ich mir gekauft habe. Den ersten für dieses Jahr. Lecker Baumkuchen. Boah, das ist aber mega süß. Richtig süß, aber lecker. Ich mache leider jetzt schnell was zu essen. Wollte euch zeigen. Diese Dinger, die ich im letzten DM-Haul gezeigt habe, die mag ich total gerne. Die stehen hier immer im Schrank so mit Deckel drauf. Dann macht die den Schrank auf. So. Und holt sich die ganz eigenständig raus und sagt mir dann, deutet, dass sie das gerne essen möchte. Also sie mag die sehr gerne. Sind so Dinkel, keine Ahnung. Oh Gott, jetzt hätte ich fast vergessen, den Deckel drauf zu machen. Das wäre schlimm. Stellt euch mal vor, die reißt das runter. Alles auf dem Boden verteilt. Oh. So, und wir zwei gehen jetzt spazieren, okay? Spazieren? Ja? Dann kannst du Haya machen. Im Moment ist das so, wird die nachts immer wach. Einmal. Also letzte Nacht jede Stunde. Dann schreit die immer auf und dann schläft die wieder ein. Und tagsüber macht die im Moment nur einen Schlaf, so um morgens von 10 bis halb 12, anderthalb Stunden. Und dann bis abends durchhalten ist schon schwer. Aber sie macht halt im Moment keinen Mittagsschlaf. Deswegen gehe ich jetzt mit ihr eine Runde spazieren und hoffe, dass sie dann einschläft, weil sie sonst immer super quengelig ist abends dann. Und sie legt sich die ganze Zeit auch hin und ich glaube schon, sie ist müde. Ich habe mich jetzt in einen gemütlichen Pulli geschmissen. Ich hätte den jetzt ausgezogen, weil der mir so ein bisschen, also umständlich ist mit der Lederjacke. Und dafür ist es einfach noch, ist es zu kalt jetzt ohne Lederjacke. Und das ist so mein Lieblingscardigan, der ist von Zara. Ist schon ein bisschen älter, ich glaube ich habe ihn jetzt anderthalb Jahre oder zwei Jahre. Der hat so einen leichten Grauschleier, wie ihr seht. Ich glaube ich habe meine schwarze Socke drin vergessen oder so. Habt ihr einen Tipp, wie ich den wieder richtig schön weiß kriege? Ich weiß nicht, ohne dass ich dieses Flauschige kaputt mache, wie ich den wieder weiß kriege. Vielleicht mit Gardinenreiniger oder so, hatte man mir schon mal gesagt. Ich weiß nicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Ich wäre euch sehr dankbar. So, jetzt ziehen wir schnell Schuhe an und dann geht's los. Spazieren. Du, wieder Louis Tasche entdeckt. Gehen wir den Louis auch abholen, ne? Gehen wir einen Brudi holen. Brudi holen, Schatz. So, Leiser und ich. Sachen passen so. Leiser und ich. Wir sind spazieren und den Louis habe ich abgeholt. Pass auf, ich wollte noch was sagen. Ich habe extra gewartet. Ich habe eine Überraschung für euch. Halloween-Kostüm. Leiser hat es schon gesehen, du noch nicht. Leiser, du hast ein Halloween-Kostüm für mich. Ja, das auch. Und noch was Krasses. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was du sagst. Du wirst umfallen, glaube ich. Echt?
Nicht das Handy, nein. Dann würde ich aber wirklich umfallen. Dann würdest du echt umfallen, ne? Aber nein. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Achtung. Fertig. Oh, what the hell. Der ist krass, oder? Ist das ein Handy? Nee. Wo ist das Handy? In deinem Zimmer. Den habe ich für euch zusammen gekauft. Für Leisa und für dich. Erstmal Jacke aus. Alter. Ja? Ich bin Jacke. Ja. Der große Teddy. Puff. Oh mein Gott. Der ist groß, ne? Wir gehen jetzt einkaufen, damit wir morgen noch was zu essen haben, weil morgen ist ja Feiertag. Und das machen wir heute mal zusammen, ey. Voll gut, sonst gehe ich immer alleine. Und wir überlegen auch gerade, ob wir uns einen Hund kaufen. Einen Hund? Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr denn einen belgischen Schäferhund findet. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich bin da voll gegen. Ich raste dabei immer richtig aus. Ich kriege richtig schlechte Laune dabei. Wir machen das. Alex hat noch nie einen Hund gehabt in seinem Leben. Möchte aber direkt so einen großen Hund haben. Du vergisst, dass ich früher mal Hundetrainer war. Ich weiß also, wovon ich rede. Und belgischer Schäferhund. Was? Nein. Doch, lass uns das mal machen. Der hat überhaupt keine Ahnung von Hunden und will trotzdem einen Hund und ich rede da gegen die Wand. Hör doch mal auf damit. Er weiß überhaupt nicht, wie viel. Was ist, wenn der Hund mir dann wehtut? Was? Was ist, wenn der Hund mir dann wehtut? Der Hund beschützt dich. Hallo? Der, bist du? Ja. Der Alex weiß überhaupt nicht, wie viel Arbeit so ein Hund ist. Das ist wie ein drittes Baby. Ein Hund ist toll. Ich bin auch mit Hunden groß geworden, muss man dazu sagen. Ich bin eigentlich ein totaler Hundemensch, aber ich finde das nicht richtig. Vor allen Dingen weiß ich jetzt schon, dass ich mit dem gehen soll. Nee, Alter. Du gehst da überhaupt nicht mit dem. Ich will mit dem gehen. Das sagst du jetzt. Ja, will ich auch. Und dann hast du keine Lust mehr. Und dann muss ich gehen. Ich bin doch keine 10. Ja. Ja. Nein. Und der wird richtig cool, der Hund. Weil dann gehe ich nämlich auch mit dem zum Hundetrainer. Zweimal die Woche. Du spinnst. Hör auf jetzt. Dann wird der Video beendet. Jetzt habe ich schlechte Laune. Oh mein Gott, oh mein Gott, so viel, so viel, so viel. Ist jetzt nur fürs Wochenende. Good morning in the morning. Ich bin jetzt auf dem Weg ins Gym. Ich wollte gestern eigentlich noch was filmen, wollte auch unseren Einkauf filmen, aber das war so stressig, weil wir, die Leute rasten immer völlig aus, wenn Feiertag ist. Und es war so voll. Und dann hatte die Leiser so dolle Hunger, als wir zu Hause sind, habe ich ja ganz schnell was zu essen gemacht. Dann habe ich einfach vergessen zu filmen, was wir so zu essen angekauft haben, weil das hatten sich einige gewünscht. Egal, heute konnte Alex ausschlafen. Wir wechseln uns immer ab. Morgen bin ich dran mit Ausschlafen. Ich freue mich schon volle Kanne. Alex hat bis 21:15 geschlafen. Das heißt, ich darf auch bis 21:15. Das ist krass. 21:15 ist krass. Na egal, ich versuche jetzt ein bisschen zu filmen von meinem kleinen Workout. Ich war schon lange nicht mehr im Fitnessstudio. Du musst ein bisschen aufpassen mit den Leuten, aber ich krieg das schon hin. Zu Hause. Jetzt ist Alex trainieren. Ich war ja schon ewig nicht mehr im Fitnessstudio. Ich trainiere sonst immer zu Hause morgens, aber auch jetzt schon lange nicht regelmäßig. Jetzt seit einer Woche versuche ich wieder so eine Routine reinzukriegen. Hat auf Instagram gezeigt, wie ich das mache. Also ich fange immer mit wenig an und versuche mich dann zu steigern, damit ich nicht sofort Muskelkater habe und wieder eine Pause machen muss, weil je mehr Pausen ich mache, desto schneller komme ich wieder aus dem Rhythmus raus. Und ich fühle mich einfach besser, wenn ich ein bisschen Bewegung habe und
trainiere. Mit Teddy ist auch schön. Wir haben immer noch keinen Namen. Es ist aber bei Luis im Zimmer. Die Kinder müssen sich halt abwechseln. Ich kaufe keine zwei so riesen Teddys. Der hat 100 Euro gekostet. Okay, ihr Lieben. Ich gehe jetzt duschen. Mich fertig machen. Ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Von unserem ganz normalen Tag. Vom Einkaufen und so. Ich musste auch im Fitnessstudio. Ich konnte nicht so viel filmen, weil ich mit den Leuten echt aufpassen muss. Und das war ein bisschen voll. Naja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Und Küsschen. Mua. Tschüss. Mua. Tschüss. Mua. Bye, bye. Sag mal, bye, bye. Bye, bye. Schokolade. Ja? Sag tschüss. Mach mal so, winke, winke. Tata. Bye, bye. Tata. Und tschüss.